So, liebe Leute, ich bin in Sanctuary, wie versprochen. Und jetzt kriege ich gerade einen Frosch im Hals. Wir können wirklich die Roboterwerkbank basteln. Deswegen würde ich sagen, machen wir das schnell mal. Ada, wo bist du eigentlich? Ach, da. So, können wir sie da jetzt irgendwie reinstellen? Bot wählen? Ach, wir können auch welche bauen, oder was? Okay, nee, ich will aber gerade keinen bauen. Später vielleicht oder offscreen? Interessant. Also packen wir mal die Ada da rein. Ich hoffe, sie nimmt uns das nicht übel. So, Kopf. Können wir Protektron machen? Mittlere Kampfreichweite, verringerte Präzision. Kurze Kampfreichweite, mangelhafte Präzision. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir doch mal auf. Natürlich kostet das wieder Kleber und so, ne? Aber naja. Kopfrüstung können wir noch keine machen. Anfertigen keine. Ja, wie? Das ist ja nix. Ja, schade. Torso, was können wir hier machen? Aha. Okay, Aggressortron, verbesserte Gesundheit, erhöhte Gesundheit. Was ist der Unterschied? Aber da brauchen wir die Ränge noch, ne? Beziehungsweise bestimmt auch ein, zwei Perks. Mr. Handy wäre also schneller, gut. Frontaufbewahrungsfabrikrüstung. Erhöhte Schadensenergieresistenz plus Tragekapazität. Mhm. Ja, und Heck. Ja, ich meine, das ist eigentlich sowas. Ist eigentlich schon gut, wenn sie das hat, ne? Torso ohne Extras. Was haben wir denn hier noch? Da können wir noch was machen. Schloss knacken, Hackermodul. Hacken will ich ja eigentlich selbst machen, aber vielleicht ist Ada uns da über. Ja, komm fürs Hacken, weil da hatten wir ja das letzte Mal diesen einen Computer, den konnten wir nicht packen. Ja, und da kriegen wir ein Level up. Wow, super toll. Ich habe auch zwischendrin noch ein bisschen Fleisch gekocht, weil wir da auch noch ein bisschen was dabei hatten. Handrüstung, können wir nichts machen. Dann hier linke Klauenhand, Nahkampfschaden. Verschießt Feuerflammen. Brauchen wir dafür dann aber Sprit oder nicht? China, weißt du das? Sag es uns. Linke Laserhand. Tja. Ja, Laserhand, das klingt aber auch schon nach einer Schusswaffe, ne? Wenn man jetzt wüsste, ob Ada Munition braucht oder nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, so ein Flammenwerfer fände ich ja toll, aber ist halt auf die Reichweite nicht toll. Ich würde mal sagen... Moment, was steht da? Aggressortron, linke Klauenhand. So. Und da können wir dann... Ja, ich versuche mal die Laserhand. Werden wir ja sehen, ob es was bringt. Linke Hand Rüstung. Fabrikrüstung. Ja, komm, machen wir. Damit sie zumindest ein bisschen bessere Chancen hat. So, rechte Hand. Laser. Ja, die ist halt ganz unterschiedlich aufgebaut. Halt, die werden sie so zusammengeschraubt haben mit dem Material, was sie hatten, ne? Wachbot, rechter Arm. Tragekapazität erhöht, verbesserte Nahkampfschaden. Ja, okay, dann behalten wir das so. Ja, 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 ist okay. Beine, was haben wir denn? Was ist da gerade? Keine mittlere, keine linke, keine rechte Rüstung, aber Protektron-Beine. Die bringen erhöhte Tragekapazität. Na, da wäre es schneller, aber die Tragekapazität machen wir halt jetzt mal so. Da fehlt uns Rüstmeister. Das können wir immerhin machen. Eine linke Beinrüstung. Die rechte Beinrüstung, ja, das geht auch noch. Okay. Puh, und die Farbe? Ja, bin ich mal gespannt. Was können wir machen? Oh, das Blau sieht schon mal schön aus. Oder was ganz Dunkles oder was ganz Knalliges? Ich glaube, auf was ganz Knalliges hätte ich Bock. Gibt's nicht irgendwie... Gibt's kein Hellgelb? Och, Menno. Och, Menno, ich wollte Hellgelb. Dann machen wir Blau, das ist auch schön, ne? Okay. Wir haben es das erste Mal aufgerüstet. Naja. Ja, und ich bin schon gespannt, wie du dich jetzt schlägst. So, bei den Kämpfen. Bei euch ist noch alles klar? Nö, nö, ist alles okay. So, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was abgelegt. Ja, wir haben immer noch 106 dabei. Roboter-Reparatursatz ist wohl, um sie im Kampf zurückzuholen, wenn es ihr schlecht geht. Ich weiß nicht, wie viel wiegt denn das? Kein Gewicht. Ja, okay, nee, dann ist okay. Das sind wahrscheinlich die vielen Nahrungsmittel, die ich dabei habe. Ich habe jetzt aber extra schon ein paar abgelegt noch, damit wir wieder ein bisschen mehr tragen können. Naja. Okay, wir wollten da unten weitermachen beim AADTDSL-Regionalbüro. Ja, du sollst da hinreisen. Du sollst nicht nur den Marker... du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Okay, dann müssen wir halt doch wieder bei Watts anfangen und dann gehen wir mal in diese Richtung. Checken das noch ab, bevor wir dann schließlich zu unserer schönen USS Constitution gehen. Ich bin echt schon gespannt, was der Captain Ironsides davor hat. Und ich sollte nicht vergessen, mein Level abzumachen, fällt mir gerade auf. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, für was ich mich diesmal entscheiden will. Ach, jetzt labere ich hier die ganze Zeit durchgehend beim Ladebildschirm. Eigentlich wollte ich die ja zwischendurch für euch ein bisschen rausschneiden, aber... Ja gut, nehmen wir halt mal mit. So, okay. Weil Level Up auf T.
Ja, wie sieht's denn aus? Also Charisma haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal hochgepusht. Glück und Beweglichkeit brauche ich nicht so. Na, noch mehr Schadensresistenz. Bei einigen von den Viechern ist es wirklich schon, also wäre es hilfreich gewesen. Deswegen nehme ich das einfach mal. Okay, in diese Richtung wäre... Ja, genau. Ja, das passt. Komm, Schmidt, Ada. Brav. Ada. Ich erinnere mich aus irgendeinem anderen Spiel an, auch an irgendeine andere Ada. Ich weiß bloß nicht, wer sie war, aber ich weiß, da gab es eine mit dem Namen. Welche Ada war das? Ada. Ey, was? Da! Ich komme bestimmt irgendwann noch drauf, aber dann werde ich bestimmt nicht daran denken, das hier nochmal zu erwähnen. Naja. Wir werden es ja merken. Wenn Oselpi irgendwann mal wieder den Kalk aus seiner Birne gedröselt kriegt, dann wissen wir auch wieder, um welche Ada es ging. Also das Büro, das ist dann dieses rötliche Gebäude, oder wie? Okay. Ach, ich finde das so entspannend mit dem Wasser hier. Wenn es jetzt halt nicht verstrahlt wäre. Ja, ich sag doch, ich finde das so toll. Okay, sie schießt wirklich mit dem Laser. Und man muss ihr wohl keine extra Munition geben. Finde ich gut. So. Ah, da kannst du dich in Schmerzen krümmen, ne? Das war's. Okay, ich sehe schon, die ersten Upgrades machen sich bezahlt. Nice. Gut gemacht, Ada. Finde ich schick. Aber trotzdem werden wir irgendwann natürlich auch wieder auf unseren Doggelpi zurückgreifen. Weil Doggelpi ist halt Doggelpi, ne? Der ist halt klasse. Ach, ich dachte, da liegt noch was, aber das war ein kaputter Baum. Eier. Ja, wie beim Pornodreh. Kaum hängen sie dir vorm Gesicht, explodieren sie schon. Okay, links alt zustechen, wenn man es kurz hält. Ich weiß es wieder. Ich bin nicht verletzt, die können mir doch nichts. Meierlöckfleisch, ja, davon haben wir auch noch nicht so viel, obwohl wir schon einige davon gekillt haben. Gut. Aber ich glaube, hier war doch, wo wir den legendären Raider gekillt haben, ne? Guckt mal die kleine Dröselbirne. Badutz. Nee, da kommt noch was. Da kommt noch was. Guck doch auf den Radar. Hast du keinen? Ja, aber komm, das sind ein paar Räder. Was werden die schon reißen können, ne? Boah, aber das war eine Verkäuferin. Das tut mir leid. Haben die da eine Karawane gekillt oder was? Alter, geh ich mir ganz schön auf die Klötz. Vom Kopf her siehst du aber aus wie der eine Händler. Ich hoffe, du bist es nicht. Ja, wir brennen zwar ein bisschen, aber hey, wir sind der Firestarter. Twisted Firestarter. Original Prodigy. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich jetzt keinen Copyright Strike kriege. Meine Imitation, die war ja jetzt fast besser als das Original, ne? Also da könnte es Ärger geben. Muss wohl so eine Art überfallene Mini-Karawane gewesen sein oder so. Oder waren das vielleicht schon wieder neue Angreifer, die die Constitution schnappen wollen, aber... Es wirkt auf mich fast, als wären das drei Parteien. Erstmal diese Viecher, dann hier Söldner, Chunky und so weiter und dann noch die Raider. 308er Patronen im Mülleimer. Glaubt ihr es? Das ist so ziemlich das tollste Kaliber, das man finden kann. Weil Scharfschützenmuni. Siehst du nett aus? Ich bin halt auch nur ein Mann. Sie ist tot, Ossel. Ist mir egal. Ist noch warm. Okay, ich halte die Klappe. AADTSL Regionalbüro. Hat das was mit DSL zu tun? Oder was? Oh, da geht's sogar rein. Ich hoffe, das ist nicht so groß. Weil sonst bringt uns das ja wieder von unserem Hauptquest ab. Also, was heißt Hauptquest? Halt von dem Quest, das ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Andererseits, viel Beute. Oh. Wer kämpft hier gegen wen? Ich nehme schon mal die Beute mit. Raider? Die wirken aber freundlich? Warum? Ja, jetzt ist die Schrift rot, okay. Bitte auf den Kopf, Schleichschaden. Jawohl! Fliegt die Kugel in den Kopf, ist blutrot, der Raider schopft. Liegt der Raider jammernd auf dem Boden, schießen wir ihm nicht unbedingt in die Hoden. Der ist doch eh schon halb kaputt gewesen. Ada, da ist irgendwo ein Geschützturm und so, aufpassen. Ich habe es gehört. Aber ich würde vermuten, entweder gehört der Lasergeschützturm da zur Gebäudesicherheit oder hier ist wirklich noch jemand anders unterwegs, der sich schon mit den Rädern fetzt. Mir ist es relativ einerlei. Beides gute Optionen, aber ich glaube, dem Rollenspielanteil nach wird es nur ein Geschützturm sein, der halt zufällig auf die Räder schießt. Mal gucken, ob Bethesda mich falsch beweist. Ich würde mich ja freuen, wenn sie mir sagen würden, hey, guck mal, hier ist auf einmal Rollenspielanteil und so. Haha.
Du darfst interaktiver reagieren. Ja, das hat er gehört, der Grunzgnom. Keine Ahnung, wo er rummacht. Vielleicht kommt er gleich durch die Tür. Ist mir gerade egal. Weil vor so einem Raider kusch ich doch nicht. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ja. Ja, nee, nicht mehr lange. Wart mal ab. Hast du das gehört? Hat er nicht gehört, ne? Jetzt kann ich hier sogar rumhüpfen. Hallo? Oh, ich dachte, der steht direkt dahinter. Aber dann hier. Hallo? Ach, guck mal da. Ich hab was gehört. Will der Raider sich nicht bücken, schießt man ihm einfach in den Rücken. Scheiße. Ja, meine rechte Maustaste, die hat mir das jetzt ein bisschen verkackt. Weißt du, jetzt funktioniert sie wieder, ne? Ich versteh's nicht. Gerade beim Snipern hätte sie doch mal funktionieren können. Hm, Grimmel. Ein bisschen Ballaballa oder sowas? Hugo Honk ist gleich Honk. Stirb, du kleine Zecke! Sogleich krepierst du wimmend in einer Ecke. Warum habe ich ihn Zecke genannt? Vielleicht, weil er so viel Blut am Latz hat, jetzt wo ich mit ihm fertig bin. Ey, da, also passt du denn nicht auf, was hier vorbeirennt? Ich muss mich doch sehr wundern. Und da sind noch viel mehr der Anzeige nach. Hab ich jetzt so aber auch nichts unbedingt gegen. So, und uns geht's fast wieder gut. Ja, was ist das jetzt hier für ein Regionalbüro? Was ist das für eine Firma? Achtung, Ada, die könnten von oben durch die Tür kommen. Zu gut geschützt. Ada, kannst du das nicht hacken? Du hast doch dieses Ada? Menü, ne? Du bist zu gut geschützt. Kann Ada auch nicht. Kann ich nicht hacken. Scheiße. Scheiße! Jetzt dachte ich, das bringt vielleicht was. Aber vielleicht ist das Terminal auch nur für den Polizeiprotektron hier. Ach Gott, hier geht's auch noch weiter. Haben die das Haus untertunnelt oder was? Haben die eine Bank überfallen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Rüstungswerkbank? Ja, solange nur der Staub das Problem ist, bei den Rädern weiß man nie, nach was es da riecht in dem Unterschlupf. Da wärst du manchmal froh, du wärst nasal blind. Hier hätte man was hinten dran verstecken können, aber ich kann da nicht vorbeiklettern und ich kann es auch nicht wegziehen. Okay. Tja, Bonk. Och, ja, ist gestolpert. Ist die Treppe runtergefallen. Woher hast du den fünffachen Rippenbruch und das blaue Auge? Ja, genau daher. Und wehe, du sagst es der Kindergärtnerin. Sorry, ich musste mich mal kurz anders hinsetzen, sonst schläft mir mein Arsch wieder ein. Entschuldigung, mein Gesäß, mein Wonnig. Aha. Ach, da. Ein Lasergeschützturm sogar. Naja. Die hatten ihn wohl schon gut angekratzt, da mussten wir uns wirklich nur noch um die Reste kümmern. Erstmal um die Reste der Räder und dann noch um die Reste des Lasers. Ach du Scheiße, da geht's ja alles noch weiter. Uiuiui, ich glaube, wir müssen gleich wieder zurück nach Sanctuary. Leichteste Übung. Jo. Da ist nichts, hier ist sogar hell erleuchtet. Ich hätte noch nicht mal irgendwie gute Deckung, aber Raiders sind halt ein bisschen dumm. Ein klitzekleines bisschen. Auch ohne, dass sie sich die Drogen reingepfiffen haben. Ach, guck mal da. Sorgen wir dafür, dass er nicht mehr so mobil unterwegs ist. Ah, ich hätte gehofft, es gäbe vielleicht noch einen Schleichschaden, aber naja. Ich kann auch ohne. Kommt her, ihr Schweinehunde. Mit euch, tanschische Schringelpeach. Mit Anfassen und Kastration. Ja, aber du hast nicht geschossen. Ja, okay, ich habe ja auch die Tür blockiert. Ich gebe es zu, das liegt mitunter an mir und meinem breiten Gesäß, von dem wir es vorhin ja schon mal hatten. Manche Leute finden ein breites Gesäß sehr attraktiv. Was meint ihr dazu? Schreibt in die Kommentare, wir können das hier nicht alles ausplündern. Wir müssen hin und zurücklaufen. Ganz normal. Ja komm, Küstenwachenmütze schmeiß auch nochmal weg. Och, nee, für mich nicht. Ich guck da halt einfach eins nach dem anderen alles an, ne? Die Schrott-Items kann ich ja mitnehmen, nur den Rest nicht unbedingt. Weil, ihr wisst ja, wegen meinem Tragemod. Aber das ist kein Ding. Wie gesagt, zwischendurch nochmal kurz. Vielleicht wieder nach Ten Pines Bluff Zeug ablegen. Irgendwer nervt auf Steam. Ja, ja, ihr könnt da rumkreischen, wie ihr wollt. Das war scheiße. Das war keine stabile Haarklammer. Einfach das ganze Zeug loswerden, damit wir was zum Bauen haben und dann weiter plündern. Ein Magazin, Pistolen, Patronen. Geil. Was, das? Der Mr. Handy geht jagen und bringt uns hier diese Stockenten mit, oder was das sind? Schusswaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden.
Dazu müssen wir zwar einen kritischen Treffer kriegen, aber das ist super. Das ist super. Zellenschlüssel, aha. Scheiße. Gut, jetzt kennen wir auch den Nachnamen des Raiders. Sein Vorname ist Große. Geschafft. Ach, ja. Persönliche Aufzeichnungen, okay. Was schreibt es? Von Benutzer Sergeant Dave Mallory. Scheinbar ein Polizist, dann war das hier wirklich irgendwie eine Polizeistation oder was? Datei beschädigt, tolle Sache. Können wir das nicht reparieren? Scheinbar nicht. Datei beschädigt und hier? Ich werde langsam zu alt für den Job hier. Beim nächsten möchte gern Offizier, der unbedingt nach seinen eigenen Regeln spielen will, drehe ich durch. Wenn nicht gerade Willison wieder privates Eigentum zerstört, wirft sich dieser irre Gips in die Schusslinie. Jede Wette, dass mein Trupp an meinem Magengeschwür schuld ist, könnte sein. Wenn mich das Sodbrennen nicht umbringt, dann das ständige Rennen aufs Klo. Oh. Alt werden ist echt mies. Zum Glück sind es nur noch 3 Tage bis zur Pensionierung. Ja, ja, das ist wie in den Filmen. Und dann schlägt die Atombombe ein. Oder er wird erschossen bei seinem letzten Einsatz. Tja, Pech gehabt. Dann kann ich vielleicht mit dem Wohnmobil in den Wald fahren, eine Hütte mieten und endlich mein Buch zu Ende bringen. Oder auch nicht. Gut, aber mehr ist hier nicht. Safe und Turm will ich selbst knacken, soweit es irgendwie geht. Also, Turm knacken wir ja nicht, ist ja schon kaputt. So. Nein, nein, nein. So, ja. Soja. Sojamilch. Ja, ich habe manchmal recht gern Sojamilch getrunken, beziehungsweise würde es heute bestimmt auch gern noch trinken. Natürlich habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja eh schon überlastet bin. Ach, jetzt geht's wieder. Ich lebe aber noch. Daraus schlussfolgere ich, er hat mich nicht erwischt. Er hat mich bestimmt auch noch nicht gerochen. Er hat mich auch noch nicht gesehen und ich werde ihn auch noch irgendwie finden. Na, erstmal hier noch ein bisschen rumgeistern. Ja, Handschellen nehmen wir mit. Wollte gerade sagen, die Kamera muss man doch mitnehmen können. Kamera, also so eine Kamera, die liefert doch sehr wichtige Bauteile. Rumpel, rumpel, jada, jada. Ball Peen Hammer. Warum kommt das Wort Peen so oft vor? Peene. Peenemünde. Ja, Oralverkehr, Peenemünde. Ja, alles klar. Ich nehme es zurück. Ich habe nie darüber gesprochen. Auch wenn es ja heißt, dass Liebe durch den Magen geht. So, da hockt doch bestimmt noch wer. Oder die hocken in den Zellen. Vielleicht wollten sie ja Kumpels rausholen, die, keine Ahnung, von irgendeinem einsamen Vertreter der Brotherhood of Steel dort eingesperrt wurden oder so. Ja, die Bruderschaft des Stahls, die werden wir ja auch noch treffen. Wir waren ja schon bei Paladin Dance, aber da gibt's doch bestimmt noch mehr. Das war die Toilette. Ah, wieder ein Schlüssel. Na, der Herr hat es gut. Der ist wenigstens auf dem Scheißer gestorben. Da konnte er noch mal ein letztes Mal... Scheiße, jetzt wollte ich da durchschießen. Oder darf ich das nicht, hä? Zählt das als Wand? Ah, scheinbar. Boah, die Alter, wie sie abgeht, ne? Netter Versuch, Arschloch. Wie ist denn die wieder drauf, die Alte? Also, die hat gleich das richtige Vokabular drauf. Wir treffen zweimal. Ich bin zuversichtlich, optimistisch. Oh, wir müssen wohl nur einmal treffen. Kritischer Treffer, würde ich schätzen, ne? Ja, nee, mach Sachen. Es wird auf dich geschossen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Aber ich drehe mich mal rum und folge dem großen Anführer. Ist das Wasser sauber? Nein. Egal, wird bald mal wieder Zeit für ein Red Away. Maus! Der hat uns aus irgendeinem Grund nicht gecheckt. Ich wette, sein Spitzname ist Sackgesicht. Aber wahrscheinlich hat er uns nicht bemerkt, weil er sich zu viele Drogen reingehauen hat. Moment, du hast doch auch Tragekapazitäten, ne? Ja, und außerdem auch aufgerüstet und so, ne? Nimm mal das, nimm mal das, nimm mal das. Erstmal die ganzen Waffen, genau, also alles, was ich nicht brauche. Ach, die Splittergranate wollte ich bei mir behalten. Mal schauen, ob Ada mehr tragen kann als Doggelpi. Es würde ja Sinn machen. Noch dazu, wo wir ihr ja vielleicht so ein bisschen Tragekapazität-Bonus gegeben haben. Können wir irgendwo ihr ganzes Gewicht sehen? Nee, scheinbar nicht. Egal. Wir werden es ja merken, wenn sie am Ende ist. Da kriegen wir ja Bescheid. Die wird ja dann auch sagen, ihre Servos sind überlastet. Gut, dann sind wir fast schon wieder leer. Ja, dann können wir es noch ein bisschen rausziehen. Ja, nimm das mal alles. Alles, was ich nicht trage, kann weg. Was habe ich da gerade gehört? Eine postnukleare Briefträgerziege beim morgendlichen Appell? Der Milchmann kommt immer. Gut, okay, okay. So bin ich zufrieden. Nehmen wir halt doch den Scheiß hier mit. Ich meine, natürlich nehmen wir diese wertvolle Ergänzung zu unserer Ausrüstung an uns. Jetzt ist auf einmal so still, aber das waren noch nicht alle. Mindestens einer ist noch da. Mindestens einer. Vielleicht mehr. Wenn wir Glück haben, weil EP-Schwamm und so. Dankeschön. Wie sieht's mit dem Gewicht aus? Ja, 105 gehen noch.
Aha, auch wieder abgesperrt. Aber für irgendwas haben wir ja bestimmt eh den Schlüssel. Also für die Zellen und für irgendwas anderes cool. Noch. Vielleicht haben die hier auch noch eine Waffenkammer, ne? Weil, wenn das ja eine Polizeistation war, oder zumindest irgendeine Sicherheitsfirma oder so, wobei auf dem Protektron stand Polizei, aber das muss ja nichts heißen, ne? Dann haben die ja bestimmt auch irgendwelche Waffen gehabt. Haha, drei Glühbirnen. Gut. Verbessertes Schloss, kein Problem. So. Haben wir's? Ja, wir haben's. Wir sind so gut, wir sind so gut. Okay. Können wir alles irgendwie verchecken und verwenden? Hat jetzt kaum was gewogen. Ey, da du stehst ein bisschen im Weg. Minimalst. Vielleicht liegt es an ihrem großen Chassis. Darf man das sagen oder wird mir dann gehauen? Naja, vielleicht mögen manche Roboter auch ein großes Chassis. Und manche mögen eine tolle Front, ne? Mit genug Geklapper dran und so. Ja, eine klapprige Front. Solange es hinten nicht klappert, ne? Da auspufft es nur. Das erinnert mich an den unartigen Harley-Davidson-Witz. Wo er und Gott miteinander sprechen, über die Maschinen und die Frauen, ne? Und, Da hätte der Erfinder von Harley-Davidson und Gott gesagt, ja, seine Erfindung, die ist ja nicht so gut. Es klappert an allen Ecken, überall fällt was ab, ne? Hinten wär's zu breit und so, ne? Die Wartungskosten wären vor allem viel zu hoch. Und dann Gott einfach so, ja, aber als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, sind mehr auf meiner Erfindung rumgeritten als auf deiner. Das war ursprünglich ein englischer Witz, deswegen kann man den Wortwitz nicht genau übersetzen, aber ihr wisst ja, auf was es rausläuft. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch lieber eine Frau als ein Motorrad. 243. Der kurze Gewichtscheck. Wir müssen ja schauen, ob noch was ins Säckel passt. Naja, wir haben ja auch den Esel, den Packesel schon zweimal, glaube ich, gelevelt. Und irgendwann auch nochmal ein drittes Mal, aber erst, also jetzt habe ich doch erst vor, irgendwelche sinnvolleren Sachen zu leveln. Ja, das nächste Mal denke ich wahrscheinlich wieder nicht dran und schon passiert's. Mehr Attribute wären natürlich auch schön. Okay. Also hier auf dem Klo haben wir ja, glaube ich, nichts liegen lassen müssen. Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Gut, dann geistern wir mal noch ein bisschen hier rum. Nicht, dass wir da was liegen lassen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Gehen wir halt mal unten in den Keller. Ich vermute mal, das wird ein Keller sein. Vielleicht haben sie da ihre Waffenkammer. Ach, da sind noch mehr Zellen. Aber keiner, der hier steht? Nein, Wett sagt auch nichts. Okay. Ja gut. Mir soll's recht sein. Immer schön genau gucken. Kronkorken vor Ort. Eddie Winter Holoband 0. Müssen wir uns gleich anhören. Eddie Winter, sagt mir das was? Weiß nicht, der Name kommt mir scheinbar bekannt vor. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und Sie haben Ron Travios sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay, da hat also wohl irgendeinem Berufskiller geholfen, Sachen zu vertuschen. Oder möglicherweise hat er ihn sogar selbst engagiert. Naja, ob das jetzt so gut ist? Mal schauen, ob wir das ganze Puzzle mal noch irgendwie zusammenfügen können. Ich meine, wir kennen die Umstände ja nicht. Wir wissen ja nicht genau, was da los war. Vielleicht hat er ja wirklich ein Ziel, dem es recht geschah. Keine Ahnung, irgendein Gangsterboss oder sowas, ne? Oder ein hochkorrupter Beamter. Wäre nicht das erste Mal. Spielt jetzt für uns aber auch direkt nicht unbedingt eine wichtige Rolle. Alles so leer hier drin. Ach, noch ein Ordner, ja. Aber das kann es doch hier nicht schon gewesen sein. Die müssen doch hier noch eine Waffenkammer oder sowas haben. Damit bin ich nicht zufrieden. Nein, hier geht es doch 100% noch irgendwo weiter. Weil das sind, ja, das sind auch andere Zellen. Sind hier vielleicht die ja, hier sind die Waffen. Da ist eine Fat Man, wie ich gerade sehe. Wunderbar. Boah, ja. Führ mich zum Schotterbaby. Boah. Geil. Oh, da geht mir das Herzl auf. Super. Yes. Und Alkohol. War das noch von der Zeit der Prohibition, oder was? Oder ist das schwarz gebrannt? So oder so. In der Apokalypse können wir das alles gebrauchen. Fürs leibliche Wohl und mehr. Wir sind fertig. Oh. Ist das auch vom Eddie Winter oder nicht? Wir sind gespannt. Vielleicht erfahren wir ja mehr zu den Umständen hier. Ja, die guten alten Kassetten. Detective Valentine. Ja? Nick, hör zu.
Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Ich hab daran geglaubt. Ich glaub noch immer daran. Aha. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache, Winters Deal mit dem Staatsanwalt, seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Aha. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist, mit Winter, mit Jenny, kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Eieiei, okay, Also gab's hier wohl eine Intrige von mehreren Parteien untereinander? Ich würde ja fast mafiös sagen, weil es um Familien ging, aber es scheint ja so, als hätten da mehrere Polizisten noch in einer gewissen Art und Weise mit drin gehangen. In den Winter wollten sie ausschalten, aber da hat das Ganze wohl eingefädelt und hat sich eine Immunität besorgt und dabei auch gleich noch seine ganzen Widersacher so ein bisschen ans Messer geliefert. Oder seine ganzen ehemaligen Kollegen oder wie auch immer da in Verbindung stand mit den anderen. Ha, schon ein dolles Stück. Und der Nick scheint wohl irgendwie seine Frau dabei verloren zu haben. Naja, okay, ich glaube, hier haben wir alles. Gut, dann gehe ich wieder nach Sanctuary Hills ablegen. Und dann sehen wir uns draußen wieder. Also, bis gleich. Ja, was soll man zu der Geschichte noch groß sagen? Wohl eine korrupte Staatsanwaltschaft, beziehungsweise nicht unbedingt korrupt, aber hat den Typen unter Immunität gestellt. Und der hat wohl ziemlich viel Scheiße gebaut und die anderen hatten gegen ihn ermittelt, konnten dann aber nichts mehr ausrichten. Das ist natürlich ungünstig. Und uns geht's aber gut, wir haben da eigentlich voll den Jackpot gekriegt. Also das Waffenlager, das war schon nicht verkehrt. Es waren ja nicht nur Waffen drin, aber hey, eine Fat Man, die ist auch gut was wert. Kann man mal gebrauchen. Und natürlich, das Level-Up war auch nicht schlecht ganz am Anfang, ne? Okay, ich hoffe, die Folge hat euch wieder ein bisschen den Tag versüßen können. Es war ja wieder sehr actionreich. Ich glaube, das ändert sich in diesem Let's Play auch nicht mehr. Wenn das euer Ding ist, dann hat's euch hoffentlich gefallen, ne? Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Macht's gut, bis bald.